Ja Mensch, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Ark und das Wetter ist hervorragend am frühen Morgen des 805. Tages inzwischen auf dieser verdammten Insel. Ja, und wir leben immer noch, ob man es glauben möchte oder nicht. Oder schon wieder. Ja, eigentlich hatten wir etwas anderes vor, aber ich habe hier ja in den letzten Tagen ein bisschen am Tutorial-Video gebastelt für Geländerbau und sowas. Das habe ich da drüben gemacht am Strand und ich habe tatsächlich hier entdeckt, einen Hai in dieser schönen Bucht. Und das ist immer eine ganz gute Bucht, denn hier spawnen öfter mal Eier, sag ich schon. Haie, natürlich. Und der Gute da unten, der ist Level 100. Wenn ich es richtig gesehen habe, erstmal sehe ich hier gar nichts. Wo ist er denn? Da, Level 100. Das ist tatsächlich der höchste Hai, den wir bisher entdeckt haben, denn im Meer sieht man immer so schlecht. Und alle, die wir bisher getroffen haben, die waren alle deutlich niedriger. Aber hier in der Nähe gibt es halt wenig Prime Meat. Wir haben nur ganz wenig Kippel für den, deswegen werde ich ihn erstmal hier abholen. Und nach vorne zotteln. Also ich werde dann hier irgendwie so an der Küste lang schwimmen, dass er mir hoffentlich folgt. Ich würde sagen, ich fliege erstmal zurück und bin dann gleich wieder da mit dem Hai. Und dann können wir hier Unternehmen Megalodon Level 100 starten. Das klingt nach einem richtig guten Plan. Ja. Also dann, ich warte im Haus. Bis gleich. So, da bin ich wieder und ich habe hier schon jemanden im Schlepptau. Eigentlich wollte ich gerade in aller Ruhe hier in der Bucht die Aufnahme starten und auf einmal wurde ich angegriffen und da kommt sie nämlich auch schon angeschwommen. Oder er ist, glaube ich, ein Männchen. Leider Gottes hat Raftan schon mal ein Stück rausgebissen. Man sieht, es blutet ziemlich stark. Und ich hoffe, dass er mir jetzt folgt nach da vorne hin. Quasi in Richtung unseres Haifischbeckens. Da ist er nämlich gut aufgehoben. Da kann man nämlich gut zähmen. Da ist das Wasser sehr flach und wir finden reichlich Prime Meat und so ein Kram. Ein bisschen Kippel haben wir auch noch. Was heißt, haben wir noch? Ich bin gerade dabei, das zu kochen. Was halt man nicht? Also wir haben es gleich, wenn Anni irgendwann mal aus dem Tee kommt. Aber Spino-Eier findet man jetzt leider Gottes auch nicht wie Sand am Meer. Wir haben gerade mal insgesamt in der ganzen Zeit irgendwie 7 Stück nur gefunden. Und das ist wirklich wenig. Und das ist sehr wenig. Also wenn man überlegt, wie viele Tage wir jetzt schon hier im Spiel unterwegs sind. Aber es liegt natürlich auch daran, dass wir auch nicht so viele Spino-Pärchen finden. Ja, das ist immer ein bisschen ungünstig. Aber er scheint mir tatsächlich zu folgen. Das ist sehr gut. Kochen macht Spaß, vor allen Dingen bei den Temperaturen am offenen Feuer. Ja, auf jeden Fall. Aber du hast ja auch, wir könnten ja auch tauschen. Du gehst ins Haifisch verseuchte Wasser. Nö. Und lass mal. Ich koche dann. Du machst das schon ganz gut. So, und der letzte Kibbel ist fertig. Ganze 7 Stück. Ja, das Gute ist bei uns direkt in der Nähe vor der Basis. Also ein Stückchen flussaufwärts ist immer ein Spino unterwegs. Da kann man immer relativ, naja, was heißt relativ gut, also wie gesagt, da kann man auch Eier finden. Relativ gut ist jetzt, naja, geht so. Ich hoffe, der lässt die Schildkröte in Ruhe. Ja, der Delfin greift schon mal die Schildkröte an, sehr schön. Und der Hai greift natürlich auch die Schildkröte an. Toll. Ganz großes Kino. Ja, wirklich super. Und das Schlimme ist dadurch, dass er natürlich schon vorn von Raftan eine mitgekriegt hat. Ist ja, der ist jetzt, ja echt empfindlich. Wie kriegen wir den denn jetzt? Der folgt mir gleich. Also der ist ja nur schon gleich fertig mit der Schildkröte, kann ein bisschen was essen, regeneriert Lebenspunkte. Ja, komm, mach mal inne. Ja, man sieht schon, er regeneriert Lebenspunkte. Und da kommt er angeschwommen. Das Gute ist ja, wenn man hier auf Raftzahn unterwegs ist, braucht man eigentlich keine Angst haben von dem vor dem Viehzeug, was hier im Meer rumschwimmt. Das hat Respekt vor Raftzahn. Ja, auf jeden. Ah, das heißt. Ja, soll ich dem, schon mal das Tor öffnen? Nee, lass das mal zu. Beziehungsweise, warte mal, ich muss ja sowieso durchs Tor durch. Ja, dauert noch ein Eckchen, bis ich da bin. Okay. Ja, ich turne hier schon mal draußen rum. Hier ist ja sonst nichts weiter los. Ja, und ihr seht schon, es ist noch ziemlich weit bis nach da vorne und ich würde sagen, wir machen erstmal hier noch einen kleinen Cut und sind dann gleich wieder für euch da, wenn wir den dann nach vorne gebracht haben, denn das wird mit Sicherheit noch so 10 Minuten dauern und das ist ja ein bisschen langweilig hier zum Zugucken. Genau. Deswegen sind wir gleich wieder da. Bis gleich. Mensch, und weiter geht's. Ja, der andere Hai, der hat leider das Zeitliche gesegnet, denn er hat sich zufälligerweise mit den falschen Gegnern angelegt. Er war ja schon ziemlich angeschlagen und wurde dann von ein paar Delfinen gefressen, als er sie versehentlich gebissen hat. Der war also schon fast tot. Und dann haben die Delfine den halt kalt gemacht. Aber ich habe ein anderes Exemplar gefunden und der folgt mir gerade.
Ja, besser ist auch, ne? Also nicht, dass du jetzt hier umsonst durch die Gegend ziehst Ja, und ich ohne Erfolg hab doch wiederkommst. schon eine Weile gesucht. Der war hier auf der anderen Seite von der Insel, also ich musste quasi von der ganz da hinten wieder ganz hervorschwimmen. Denn der ist so ziemlich an der Stelle gestorben, wo ich aufgehört habe mit der Aufnahme. Und der hier ist. Was hat der eigentlich für ein Level? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der war Level. Oh, Level 108 Weibchen. Na, immerhin, immerhin. Dann komme ich mal zurück. Mach mal. Und wir können uns dann schon mal gleich mit Narcotics bewaffnen und Gammelfleisch. Nee, Quatsch, Gammelfleisch nicht. Prime Meat. Und Kibbel. Ja, passenderweise braue ich hier gerade neue Narcotics zusammen. Ist ja auch nicht so, dass ich was anderes zu tun hätte. Aber was sein muss, muss sein. Korrekt. Und wir müssen erstmal, der muss mir erstmal noch ein Stück folgen. Wo will er denn hin, sag mal? Komm mit. Kannst du mal dem Prachtexemplar von Hai folgen? So viele Narcoberries in der Tasche, keine Ahnung, woher das Gammelfleisch nehmen, wenn nicht stehlen. Kommt der jetzt Vieh jetzt mal angeschwommen hier oder was macht der hier? Ich habe gerade Chitin gefunden in einem Mörser und Stößel, das ist schön. Ich habe vorhin Ewigkeiten Chitin gesucht in unseren Schränken und das liegt hier rum. Das ist ja Na, da wo klasse. es eigentlich hingehört. Ja, naja, es kann ja Oh auch in mein der Gott. Werkbank liegen oder am Schrank oder sonst wo. Ja, wir haben ja leider Gottes in der Zeit sehr, sehr viel verbraucht von dem Zeug. Ja, und meine tolle Nerdbrille ist kaputt gegangen. Von der Schlägerei letztens. Ja, genau. Deswegen muss ich die mal reparieren. Das kann ich gleich mal nebenher tun. Irgendwie, ich muss mal kurz gucken, ich komme mal zurück. Denn leider Gottes möchte sie noch nicht so richtig, muss ich mal ein bisschen mit Pfeilen nachhelfen. Aber nicht, dass du den jetzt kaputt machst. Nee, nee, wir müssen ihn halt betäuben. Idealerweise direkt vor der Tür. Ah, ich muss mal unbedingt eine Fernbedienung installieren. Das jedes Mal das Tor hier vom Wasser aus auf und zu machen, ist total ätzend. Ist ja schon ein bisschen dekadent, ne? Ja, wer hat, der kann. Ja, noch Raffzahn. hast du nicht. Ja, lass mich runter. Raffzahn. So, Luke zu. Kommt nichts rein, dann hole ich mir schnell Munition. Bertha hat erstmal schön ein Häufchen gemacht. Jawohl, zur Begrüßung. Aus dem Weg! So gehört sich Keine das. Zeit! Aus dem Weg! Oh, du Lass mich durch, ich bin Drängelfritze, Arzt! los! Naja, oder sowas ähnliches, ne? So. Ich weiß natürlich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob die reichen, die Pfeile. Ansonsten baue ich noch welche, ne? Also, das ist nicht das Problem. Millionen Narcotics kann man auch einen Pfeil Das bauen. Kippel ist im Kühlschrank. Ja. Dann hole ich das mal schnell. Sind leider nur 7 Stück rausgekommen. Naja, aus 7 Eiern kommen halt nur 7 Kibbel. Ja, eben. Traurig, aber wahr. Das macht aber nichts, denn wir haben auf jeden Fall dann noch die Möglichkeit, Prime Meat zu sammeln. Was anderes geht halt leider nicht. Achso, Moment, ich wollte ja noch schnell Pfeile holen. Ich glaube, hier drüber habe ich noch welche reingeschmissen beim letzten Mal, als es schnell gehen musste. Ja, 85 Pfeile recht locker. Ja, und ich muss bei unserem Stammeskumpan mal ein bisschen Gammelfleisch klauen gehen. Das wird er schon nicht übernehmen. Ich hoffe, der Hai schwimmt hier vorne irgendwo rum nicht, dass er sich wieder ins offene Meer verpisst hat. Das ist ja durchaus mal möglich. Ja, hast du das Tor zugemacht? Ja. Naja. Naja, dann sollte das ja passen. Naja, aber nee, was hat das mit dem Tor zu Dann kann tun? er nicht durchs Tor fliehen. Nee, der ist ja nicht im Becken. Ach, ich dachte, du hast den ins Becken Dabei soll der im geholt. Becken bei unseren Haien, die Ja, keine zerfleischen den. Ahnung. Nee, dann musst du die doch auf passiv stellen. Ja, aber dann zerfleischt der die. Oh, jetzt aber schnell schwimmen. Das Schlimme ist, mit Armbrust kann man nicht so schnell schwimmen. Ja. Aber das Gute ist, eigentlich müsste der Hai langsamer sein als ich, denn ich bin Weltmeister im Sp Oh, da ist er schon. Ich habe ihn gerade gar nicht gesehen. Ja. Der hat so durch die, was auch immer hier, Korallen durchgeguckt. So schnell mal Richtung Ufer ins Rettende. Da kommt er nämlich nicht hin. So, guck mal, jetzt hängt er nämlich hier so schön rum. Ah, sehr gut. Wo hab ich den gerade hingeschossen, sag mal? Ich bin mir nicht sicher. Hä? Triffst du den? Es Naja. wird nichts angezeigt, Nee, nee, ne? treffen tue ich den. Man hat es ja auch gerade gehört, am klatschenden Geräusch.
Geräusch. Geräusch? Geräusch. Ja, ja, Sprachprobleme. Geräuchertes Fleisch. 500. Oh, direkt mal in die Nase geschossen. Ja, das Gute ist natürlich hier an der Stelle, man hat relativ leichtes Spiel. Weil zum einen kommt man natürlich schnell ans Ufer und zum anderen hat man hier auch relativ wenig Gefahren. Also andere Haie oder sowas, die gerne mal kommen, um ihre Artgenossen zu fressen, wenn man die gerade zähmt, das ist schon nicht so schön. Ja, das muss man nicht haben. Die Sonne blendet überhaupt nicht. Ich hoffe, ihr seht noch was. Erinnert mich so voll an den Film Der Weiße Hai. Eigentlich erwarte ich, dass jetzt so hier die Musik eingespielt wird und dann zerfleischt mich der Hai von hinten. Weißt du was? Ich habe den Weißen Hai nie gesehen. Das ist im Prinzip so, also die Filme mit dem Weißen Hai sind im Prinzip so die Filme, die das negative Image des Weißen Hais geprägt haben. Unter anderem, denn eigentlich sind die gar nicht so gefährlich. Sprichst du aus Erfahrung? Nee, aber ich meine, Erfahrung habe ich damit jetzt nicht, aber ich meine, wenn man mal so liest, wie wenig Menschen eigentlich durch Haie sterben, da sind Flugzeugabstürze, Autounfälle, weiß nicht, bis auf die Treppen runterfallen, doch sehr viel wahrscheinlicher. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was er dann macht. Offensichtlich greift er das Tor nicht an, aber er hängt irgendwie davor. Umso besser für dich. Ich könnte mich auf den Hai draufstellen, wäre auch eine Möglichkeit. Dann in den Kopf schießen. Ja, ich meine, ne? Ja, mach mal. Ich stehe drauf. Du bist noch ein bisschen durch die Gegend gefahren. Oha, ich glaube jetzt hat er mich gerade abgeschüttelt und... Ja, aber der tut dir noch nichts, oder? Naja, der dreht gerade um, der hat ja einen großen Wendekreis. Jetzt, oder? Nee. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht sicher, was er macht, aber ist erstmal egal. Solange er irgendwann einschläft. Ja, das soll nicht das Problem sein. Ja, das Gute ist natürlich hier, dadurch, dass er an der Mauer rumsteht, dass er... er dreht sich nicht rum. Ich dachte, er dreht sich gerade rum und will mich gerade beißen. Aber, ich meine, hallo? Ich meine, das ist natürlich schon sehr mutig von mir. Wenn man kurz einen Rückwärtsgang einlegt und ich vorne runterfalle, dann bin ich genau vorm Maul. Aber das finde ich ja sehr interessant, ne? Dass der dich jetzt also hier nicht angreift. Der erreicht mich ja nicht. Ja, aber ich hätte dich schon längst abgeschüttelt. Oh, das ist wieder super warm. Ja, ich merke es gerade nicht. Also ich meine, ich schwitze ja auch im Wasser mit dem Ei. Ja, ich keuche halt hier wieder durch. Füße ins Wasser halten, das reicht. Bei entspannten 27 Grad im Wasser und 42 Grad außerhalb. Sehr schön. Ja, 42 Grad ist ja jetzt nicht so warm. Ja. Also jedenfalls nicht im Wasser. Wobei, man sieht es unten schon auch, ich habe das Symbol. Ja, eben. Dass es warm ist. Wie warm ist es denn hier im Wasser? 27 Grad. Pflegte 27 Grad. Sehr entspannt. Der ist immer noch nicht fertig. Ja, es dauert eine ganze Ecke. Level 108 ist schon, ja, nicht so ohne. Wir können uns ja dann auf stundenlanges Zähmen einrichten. Ja, ich hoffe mal tatsächlich, also normalerweise geht es bei den Haien relativ, also was heißt relativ? Geht aber schon ein bisschen schneller als beim normalen. Direkt erstmal ins Auge geschossen. Steckt ein Pfeil im Auge. Sehr schön. Man sieht das hier vielleicht noch. Da steckt ein Pfeil drin. Wunderbar. Ja. Da, guckt euch an. Das wird er dir übel nehmen, sag ich dir. Es war ein eleganter Treffer, finde ich. So, schläft er jetzt oder? Ich bepflanze in der Zeit unsere Beete neu. Ja, ich bitte darum, denn die irgendwie sind die vertrocknet, weil die Gärtnerin nicht aufgepasst hat. Ja, die Gärtnerin wurde in einen Kerker gesperrt. Wollte ich mal nur so sagen. So, jetzt haben wir eben noch das andere Auge rausgeschossen. Elegant. Aber ich finde es interessant, dass er mich nicht angreift. Ja eben, das wundert mich halt. Also ich meine, ich hocke ja nur schon so ziemlich genau vor der Schnauze. Eigentlich müsste er sich nur rumdrehen und beißen, aber... Wahrscheinlich hast du ihm das Auge ausgeschossen. Ja, der sieht mich wahrscheinlich nicht mehr. Das wird sein. Das wird wirklich sein.
Ich meine, wenn der andere schon nicht will, dann darf sie jetzt hier dran glauben. Der musste sich ja unbedingt mit dem Falschen anlegen. Ja. Schuld eigene, würde ich sagen. Ja, Raftan war leider nicht auf passiv gesetzt, deswegen hat er nämlich da gebissen und Raftan hat sich dann gerecht. Also, ja, mich hat er gerecht, ja, indem er ihn genau, halt gebissen hat. Und wenn Raftan das einmal vorhat, dann kann man das nicht mehr rückgängig machen. Und so schnell konnte ich gar nicht reagieren und ihm sagen, nee, hör auf damit. Da war schon ordentlich angenagt. Da fehlte schon die Hälfte. Aua, jetzt beißt er mich. Nein, jetzt beißt er. Du hast ihn provoziert, aber der kommt nicht mehr so schnell voran, kann das sein? Ist der jetzt durch? Nee, der ist, dauert noch. Das Problem ist halt, das Wasser ist für ihn halt relativ flach. Deswegen kommt er nicht so gut klar. Aber das ist halt eine gute Methode, um den halt wirklich zu fangen. Mhm. Ich weiß auch nicht, was... Nicht zu den Stacheln, bitte. Nicht zu den Stacheln. Der braucht noch. Ja, der braucht ganz schön lange. Unsere Düngervorräte gehen zu Neige. Das ist wirklich traurig. Ja, und für diejenigen, die sich auch für Tutorials in Ark interessieren, die können sich natürlich gerne mal auch das neueste Tutorial-Video anschauen. Und zwar zum Thema Geländer bauen oder kreatives Bauen mit Geländern. Nicht in die Stacheln, bitte. Danke. Denn es gibt nämlich tatsächlich ein erstes Tutorial-Video dazu von uns. Besser gesagt von dir. Also da ist es wirklich so, ich bin nur passiv dabei. Ja, im wahrsten Sinne. Im wahrsten Sinne. Anni musste nämlich als Statistin herhalten. Ja. Aber ich ja gerne. Warten Sie uns bitte. Wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat mit dem Tutorial-Video und den Geländerbauen, falls ihr wissen wollt, wie man Geländer baut, vor allen Dingen auch sinnvolle Sachen, dann schaut euch gerne das Tutorial-Video an. Und jetzt bitte noch einmal das Wort Tutorial-Video sagen. Tutorial-Video übrigens. Nur, ich falls höre es jetzt noch nicht, nur noch Tutorial-Video. Falls ihr es noch nicht gehört habt, Tutorial-Video ist übrigens online. Ja, und wie wäre es eigentlich, wenn du mal vom Tutorial-Video erzählst? Du könntest auch mal das nicht in den Dreck ziehen. Niemals, nein. So, was ist denn jetzt hier? Das dauert. Wir haben doch keine Zeit. Der müsste schon aussehen wie ein Igel, der Hai. Das hat leicht verdauliche Pfeile. Naja, aber nicht, wenn die in seiner Haut stecken, wie wir dann da rankommen. Die absorbieren sich. Guck dir das nochmal an, da stecken Pfeile drin. Der vorne. Absorbiert. Oh, der war jetzt mal daneben gesemmelt. Ja, so ein Level 108. Oh, nein, nein, nein. Ganz, ganz schlechte Idee. Geh mal weg. Ja, der Vorteil ist natürlich, wenn der hier die ganze Zeit mich als Leckerbissen sieht im Wasser, dann so ein kleines Häppchen zwischendurch. Ich brauche nur mal das Maul aufmachen, bin ich weg. Dann schwimmt er auch nicht weg. Oh mein Gott, jetzt... Ja, jetzt sei vorsichtig. Oho, ho, Vorsicht. Sterbe ich, glaube ich, gerade mal. Ja, lass das bitte. Los, renne. Schneller. Meine Güte, eine Panik. Ja, das Problem ist, du könntest mir eigentlich mal helfen. Ja, du hast nichts gesagt. Ich sammle gerade Dodo-Kacke. Dodo-Kacke? Die unwichtigen Sachen mit Dodo-Kacke. Das war doch nicht unwichtig. Die Beete gehen ein. Was kann ich denn dafür, dass du hier auf die Idee kommst, einen Hai zu fangen? Ja, der hat sich gerade angeboten. Ja, nur mal kurz hier die Kacke abladen, dann komm ich vorbei. Da meinst du, so lange überlebst du nicht. Doch, doch, hoffe ich. Ja, also ich hoffe es wirklich. Einfach ein bisschen mehr aufpassen wieder. Soll ich mit Pfeilen vorbeikommen? Warte mal. Ja, ich hab noch. Naja, Pfeile habe ich eigentlich noch 45. Also 40 habe ich jetzt schon verballert. Wovon jetzt nicht alle getroffen haben. Aber ich hab. Ja, ist es eigentlich okay, wenn ich die Armbrust nehme oder soll ich lieber nur einen Bogen nehmen? Na, mit Bogen kannst du nicht unter Wasser schießen. Ah ja, ist die Armbrust ja ganz richtig. So, ich habe. Kannst du mir ein paar Pfeile geben? Na, ich habe gerade keine Zeit. Du musst mir einfach bloß sagen, ob er irgendwie jetzt. Ja. Betäubt ist oder nicht. Ja, ich komm vorbei. Ich kann ja nicht die ganze Zeit gucken. Ja, ja, ich bin dabei. Ich glaube, du kannst doch mit Fernglas beobachten, das Ganze. Echt?
Dann werde ich genau das tun, wenn ich natürlich durch die Wasseroberfläche gucken kann. Dann kannst du unter Wasser gehen. Ja, dann ertrinke ich, wenn ich nicht aufpasse. Oh, jetzt, er ist betäubt. Na super, siehst du? Kaum komme ich vorbei, geht's voran. Das Fleisch so. Hast du mit? Das Kibbelzeug? Ja, habe ich ihm gegeben. Kippe ist sehr gut. Narkotics hast du reingeworfen. So, ja, dann würde ich sagen, ich gehe direkt mal los. Nein! Das ist natürlich jetzt... Was ist das denn? Juhu, endlich mal ein Server-Update. Verdammte Axt, das passt überhaupt gar nicht rein ins Konzept. Ach, ist da ärgerlich. Ich hoffe, der speichert dann tatsächlich hier zwischen. Das hoffe ich auch. Ich gehe mal schnell... Naja... Du kannst ja jetzt nichts mehr machen, also... Nee, nicht wirklich. Es bringt jetzt auch nichts, was zu machen. Ich gehe einfach davon aus, wir haben Glück und er wird anschließend noch da liegen. Ja. Er also, muss. Also wir können es nicht steuern mit dem Server Restart. Das ist tatsächlich vom Anbieter so vorgesehen. Und dass sie immer auf dem neuesten Stand sind. Das ist teilweise ärgerlich, gerade wenn man unterwegs ist. Aber nichtsdestotrotz sehen wir uns dann, würde ich sagen, bei der nächsten Folge wieder. Sind genau. Wir schon eh durch mit der Zeit und dann werden wir mal gucken, ob das Viech noch da ist. Ich hoffe einfach, dass das jetzt nicht für umsonst war. Und wir werden ihn dann füttern. Wenn er da ist. Ja, also bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Tschüss.